Willkommen, liebe Kinder, zu Player Unknown Battlegrounds mit Lob Bros. Ich bin Lob Los. Ach, Lob Los. Ich bin ein rothaariger Asiate. Moment, stopp. Bei mir steht gerade der Bildschirm. Nochmal. 3, 2, 1. Willkommen, liebe Kinder, zu Battlegrounds Player Unknown. Oder andersrum, ich weiß es gerade gar nicht. Mit Kreis. Ruckel Unknown. Luckel. Ich bin rothaariger Aliate. Ich spring da jetzt raus, du auch? Okay, wann springen wir? Jetzt, oder was? 3, 2, 1, spring. Okay. Boah, aber dramatisch. Wohin? Da unten, diese ganzen kleinen Häuser, da okay. Gehen wir hin. Aber da fliegt noch jemand. Ein Fremder. Schlag ihn in der Luft, du musst ihn schlagen in der es Luft. Es geht nicht. Punchen, kleine Schläge. Kleine, okay. Aber präzise ich Schläge. Ich fliege wie eine Kerze, ich habe 222 km/h drauf. Hast du den Fallschirm schon offen? Nee, du? Okay, nein, ich auch nicht. Nee, ich gehe mal bis ans Limit. Bis ans Limit. Push it to the limit. Zack. Okay, oh. Wohin? Keine wohin? Ahnung, hier irgendwo. Kirchen sind doch immer ein Ort, wo viele Waffen geladen werden, oder? Sind nur wir hier unterwegs? Ne, da drüben flattern auch welche rum. Wo bist denn du? Siehst du mich noch? Ich sehe im Moment gerade gar nichts. Ich bin auf einem Hausdach. Ich ruckel auch gerade runter. Bin unten. Okay. Hab mich downgeruckelt. Wo sind wir denn? Scheiße. Bring jetzt hier ich rüber geh... und geh direkt in so ein kleines Ding und guck, ich gehe auch erstmal hier in so ein Häuschen. Öffne es. Oh, Luckel! Oh. Was ist denn hier los? Ist toll, Luckel. Ich hab hier ein Magazin gefunden, das war's. Egal, damit kannst du jemanden schlagen. Ruckel durch, du musst durchruckeln. Ich bin schon durchgeruckelt, ich geh nach oben. Alter, ich hab einen Helm und Stiefel. Alter! Und einen Rucksack. Alter! Einen großen Rucksack. Stufe 2 Rucksack. Oh, ich höre schon Leute irgendwie rumballern. Ich hab Klemmel in meinem Klemmel. Ich hab Brechstange und Rucksack. Ich hab nur diesen Helm und Rucksack, aber... Oh, ich hab eine Schrotze! Shotgun. Der Bub hat eine Shotgun. Ey, hier liegt... Hast du auch einen Rucksack? Ich hab einen Rucksack, einen okay. Großen sogar. Stufe 2 Rucksack. Das ist meine erste Runde, by the way. Also, ich bin total an... Ja, er ist super trainiert. Scheiße, ja, sagt Alter. Er immer. Ich höre hier schon Leute rumballern. Also, wenn ich jetzt Sachen gut mache, wir müssen uns jetzt gleich treffen. Siehst du mich auf der Karte? Ich ja, ich hab eine Hose gefunden. Geiler Scheiß. Kampfhose. Scheiße. Ich hab alte, runtergekommene Aktenordner gefunden. Verbandpäckchen. Aktenordner, was steht da drin? Hier drüben ist noch ein Rucksack. Zwei Rucksäcke. Hier ist so ein Raum, wo unendlich viele Rucksäcke sind. Na ja, gut, da war vielleicht eine russische Rucksackparty. Und... Oh, ey. Nochmal hier Verband gefunden. Hier ballern... Oh, eine gute Jeans. Hab hier eine richtig gute Jeans gefunden. Die ist ja noch gut, wir schmeißen sowas weg. Schmeißen was weg, die ist ja vorne noch, also vorne ein bisschen krustig, aber hinten noch weich. Okay, wie machen wir es? Wir müssen uns irgendwie treffen. Ich weiß ja, wo du bist ungefähr, aber ich höre hier komm Leute rumballern. Komm jetzt rüber zu dir. Wenn wir zusammen sind, hast du eine Waffe. Nein. Aber wenn jetzt, wir zusammen jetzt sind, kann ich dir ein bisschen Schutz geben mit meiner Shotgun. Ich komme jetzt zu dir, ja? Okay, wenn ich du willst. Auf offenem Gelände. Ich bin auf offenem Gelände. Oh, wow. Hier, ganz in der Nähe wird geschossen, ne? Ich sehe einen. Da drüben. Shit, er schießt auf mich. Scheiße, ich brauche deine Unterstützung. Ich habe nur die Shotgun, ich habe nichts auf Distanz. Aber wow. Der braucht ja ewig zum Nachladen. Hier ist einer. Vorsicht, mach ihn tot. Hab ihn gekillt, ja. Hier ist noch einer, Vorsicht. Ich komm rüber. Ich hab nur die Shotgun. Ich hab halt nichts mit Distanz. Ich loot den jetzt auch mal nicht. Wieso treffe ich ihn nicht? Tötest du einen? Bam! Hast du einen? Drei okay, schon getötet. Geil. Wo bist du? Hier, direkt bei dir. Okay. Schieß jetzt ja nicht, ja? Oh, ich krieg... Was, wo? Von rechts irgendwo. Hinter die Mauer. Geh hinter die Mauer. Ins Haus rein. Ich glaube, von da aus hat er geschossen. Ich brauche irgendwie eine richtige Waffe. Ich habe hier nur diese scheiß Armbrust. Ich bin hinter dir. Hier muss doch irgendwas geben. Hast du Verbandszeug? Ich habe Verbandszeug. Ich blute nämlich auch. Ich muss mich irgendwie... Hier drüben ist eine Waffe. Warte, eine P-92. Achtung, jemand kommt die Treppe hoch. Töte ihn. Ich höre jemanden. Ich bin bereit. Ich stehe hier an der Treppe. Wenn er kommt, Shotgun. Ich höre ihn. Ich höre auf jeden Fall jemanden rennen. Nimm dir den Helm, da drüben ist noch ein Helm. Bedecke deinen Afro. Mein rothaarigen Afro. Schütze ihn. Bedecke deine Blöße bitte, ja? Deine Scham. Hier ist ein verkohltes Hemd, aber das brauche ich nicht. Alter, ich sehe richtig modisch aus, oder? Guck mich mal an. Also ich bin der russische Modezar. Wie du siehst, ich bin ein russischer Föderationskünstler. Okay, alles gut. Ich habe Chalski Bronski da hinten gesehen. Chalski Bronski. Wer bildet die Vorhut? Ich mit der Shotgun auf jeden Fall. Ich höre doch was. Was ist jemand?
Mal nach unten. Mach die Tür auf. Irgendwo hier, ne? Da liegt was für die Shotgun, glaube ich. Da ist er draußen. Ich habe ihn gesehen. Ja, Vorsicht. Hast du ihn? Triffst du ihn? Nein. Nein, weg, fuck. weg. Raus, ich kann dich holen. Raus. Aber er guckt, glaube ich, durchs Fenster. Hat er was Granate reinworfen? Wow! Scheiße, verdammt! Nein! Alter, hat dir mir einen Headshot gegeben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Bam. Aber auch dieses Ausrufezeichen. Mehr Glück beim nächsten Mal. Okay. Karski Brownski hat uns weggeholt. Dann bis gleich, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder in diesem Flieger und schon wieder gibt's keine Erdnüsse. Ja, halt das nicht aus ohne Erdnüsse, ich brauch Salz. Ohne Salz kann ich keinen Krieg führen. Okay, naja, wir springen da raus. Ich habe ja meine eigene Salzsammlung. Guck mal, jetzt gerade steigt keiner aus, oder? Ja doch, der Einzel. Jetzt kommen sie alle. Also ich gehe einmal im Jahr zur Gamescom und dort werde ich mir dann meinen Salzvorrat wieder auffrischen. Ja, da gibt's auch immer ganz Salz, viele Salzritzen und Salznacken. Und ja. Da bediene ich mich dann. Da schlage ich ein bisschen was ab und nehme das so mit. So, jetzt so, können wir wieder dahin springen, wo wir gerade schon mal waren. Genau, guck mal hier drüben. Siehst du diese Hütte Richtung Wasser? Da ist so eine Ansammlung von Hütchen. 3, 2, 1, jump! Bin am rausjumpen. Und jetzt koordinier dich Richtung Wasser. Ja? Ich bin Richtung Wasser, aber da siehst du diese Hütte? Da ist so ein blaues Dach. Ja, jetzt ja, wird's rot. Nee, bei mir ist es immer noch blau. Also, wir landen beim Wasser da, ja? Ja, da Richtung. Sind so zwei, drei Hütchen. Genau. Jetzt und so ein Wasserspender. Ah, jetzt ist es rot geworden bei mir auch, das Dach. Also, zwei rote und einen Container habe ich hier, so einen blauen. Ja, ich denke, diesmal sind wir ungefähr auf demselben, aber da links jemand. Von uns ist noch jemand. Da landet jemand, ja. Und der hat zwei. Und noch einer. Okay, Spitz. Dann weiche ich aus und fliege. Ja, jetzt bin ich aber schon zu sehr Richtung. Kann ich jetzt nicht mehr umlenken. Boah, hier sind so viele. So many people. Ich bin immer noch in der Nähe. Aber ich wollte gucken, ob da in dieser kleinen Hütte außerhalb was ist. Shit, und ich lande hier und da unten wird schon gelootet und gecrappt. Wie sind die eigentlich immer so schnell im Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich springe einfach eine Sekunde vorher und komme dann irgendwie von der Seite reingedüst oder so. Okay, yeah. Seitenwind. Okay, ich habe Stiefel gefunden. Hier ist leer, was habe ich hier drüben? Verband. Toll, ein Verband, ja. Ich mache mich erstmal hier an den Wasserhütten. Verband, okay, verbinde dich. Was ist das hier? Eine Rauchgranate habe ich gefunden. Rucksack. Hier ist noch ein kleiner Rucksack. Was ist das hier? Schnellwechselmagazin? Ich glaube, hier fährt schon jemand mit einem Auto rum. Ja, hier fährt ein Typ mit einem Auto rum. Oh, ich habe eine Waffe. Gloves. Hab ne Waffe. Ich hab ne Pistole. Und fingerlose Handschuhe. Warum kann ich die nicht nehmen? Tarnung. Mit den Scheiß. Ich hab durchgeladen, ich hab ne Waffe. Okay, hier müssen jetzt noch ein paar Leute rumlaufen eigentlich, oder nicht? Ich komm jetzt zu dir erstmal. Zu mir? Runter an den Strand? Die Beach Boys. Lass uns abbeachen. Everybody goes to komm hier hoch. Die Hütte hier ist noch nicht geöffnet. USA. Ja, aber daneben die Hütte. Aber komm hier rein. Ich komme hier nicht hoch, glaube ich. Ja, obwohl, könnte gehen. Warte. Ich will erstmal ein bisschen schauen. Wo ist derjenige mit dem Fahrzeug? Ich habe ein Fahrzeug gehört. Geh in die Hütte da rein. Was gibt's denn hier? Oh, ein Helm. Okay, jetzt cool bleiben, ja? Wir sind zusammen. Hier liegen so Scharfschützenklamotten rum irgendwie. Ich bin in der Toilette drin. Ich bin in der Toilette. Treffpunkt Klo. Treffpunkt Klo. Okay, okay. Hast du eine Knarre? Ich habe eine Pistole wenigstens, ja. Anfangen. Hier ist ein Sucher. Hier ist noch eine Jeans. Blue Jeans. Tarnung. Nice. Okay, wo gehen wir hin? Was ist der Plan? Ich weiß nicht. Runter drüben? Zum Strand, aber... Oder da hinten in die Stadt. Denkst du, das Haus hier drüben ist schon komplett leer gelootet? Ich weiß es nicht. Leg mich mal kurz hin. Drück mal kurz I. Was habe ich denn so? Holographisches Visier. Nice. Kommen jetzt die Nachzügler? Kommen jetzt die Nachzügler? Ich weiß nicht. Warst du da drüben bei dieser kleinen Hütte da? Ja, ja, die Richtung... habe ich. Ja, die beiden habe ich gelootet. Wir okay, zwei möchte gern Tarnaffen hier. Jetzt die rote Zone hat begonnen. Ja, die rote Zone. Wir sind aber ewig weit weg.
Die russische Zone. Da drüben ist so eine kleine Jagdhütte. Du brauchst unbedingt eine bessere Waffe. Ich finde, wir sollten erstmal diese kleinen Hütten checken. Aber die ist offen. Ja, ich glaube, die habe ich auch schon. Ja klar, das war meine erste Hütte. Was ist das hier drüben? Irgend so ein Visier, was ich nicht brauche. Okay, dann hierhin, zur nächsten Hütte. Die habe ich doch schon. Die da hinten am Steg? Nee, die habe ich noch nicht. Okay, Richtung Steg. Und dann da vielleicht Richtung Wasserturm und Stadt. Ja, aber da geht's rund, ne? Das weißt du, ne? Ja, da sind einige gelandet vorhin. Deswegen, wir müssen uns mega gut ausstatten. Ach, weißt noch damals, als du deine Blade-Brille hattest. Gibt's hier ein Boot? Weiß es nicht. Das wäre geil, im Boot um die Insel heizen. Noch zu. Und was haben wir hier? Energy Drink und Visier. Egal, Energy nehme ich mit. Okay, dann zur nächsten Hütte da hinten, oder? Ja. Wir sind hier relativ clean. Hier sind noch zwei kleine Hütten. Ich meine, irgendwo sind auf jeden Fall gerade noch welche gelandet. Und die müssen ja hier noch in der Nähe sein. Gehört. Ich glaube, die sind weggefahren mit dem Auto. Oder sie sind wahrscheinlich irgendwo richtig lame in einem Gebäude drin und warten halt, ne? Ich glaube, ich habe in dem Trailer von dem Spiel ein Boot gesehen. Ah, in einem Trailer, aber das heißt ja nicht, dass es real ist. Was ist das hier? Was hast du gefunden? Erste-Hilfe-Koffer. Hier ist eine Hose, ein Benzinkanister, Blendgranate. Nimm's mit. Nimm alles mit. Wegwerfen können wir immer. Kampfhose. Boah, so ein Snipergewehr wäre super geil, oder? Ich bin ein bisschen angespannt schon wieder. Ja, ich auch. Vergiss nicht zu atmen, Hütte. Ja? Hat man Hüttenhoppen. Hüttenhoppen. Ist ja angesagt in der Schweiz. Tittenhoppen. Tittenhoppen ist ja angesagt in Bolivien. In Bublivien. Oh, hier drüben ist eine Knarre, eine Mikro-Uzi. Oh, Mikro-Uzi ist gut. Das ist auch noch hier so ein Colt. Nice. Hä, wie kann ich denn die Mikro-Uzi auswählen? Okay. Mausrad, müsste eigentlich jetzt direkt automatisch. Echt? Er schon wieder, immer mit seinen Brillen. Guck mal, wie cool ich schon wieder aussehe. Alter, er hat immer irgendwie eine stylische Brille, der Typ. Okay, wo sind wir denn? Wir sind... Oh, oh, guck mal, wir müssen in die weiße Zone. Na? Wo ist die? Hier lang. Okay, ja, da müssen wir noch ein ordentliches Stück laufen jetzt erstmal. Hier am Strand entlang. Deswegen ist hier niemand, ne? Weil ja. Gleich geht's los. Scheiße, vielleicht finden wir ein Auto oder so. 10 Sekunden. Was? Ja. Scheiße. So schnell geht es hier. So schnell geht es hier. Ja, der Bereich verkleinert sich. Jetzt geht's los. Wir sind fast in der weißen Zone. Ja, deswegen müssen wir noch ein Stück rennen. Aber können wir hier noch ein bisschen was looten? Hier muss doch irgendwas geben. Ich weiß nicht, ich will überleben. Moment, hier ist noch jede Menge Munition und so. Hier ist ein Einkaufscenter oder irgend sowas. Ein Einkaufscenter. Hier ist ein Rucksack. Hast du einen Rucksack? Ja, ich hab einen Rucksack. Oh, komm mal hier, hier ist eine Hacke. Komm mal hier rein. Ich brauch keine Hacke. Junge, das Spielfeld wird kleiner. Eine Sichel, Alter. Scheiß auf eine Sichel. Was soll ich denn mit einer Sichel? Ich hab eine Micro-Uzi. Das ist schon mal besser als alles andere. Ja, und ich hab harten Shit und eine Sichel. Die Amish-Taktik. Kann man das Boot da benutzen? Da brennt was. Hat sich da jemand selber umgebracht? Weiß nicht. Könnte eine Falle sein, ne? Also, wird da nicht hingehen. Ich bin ziemlich tief gefallen. Guck mal, hier brennende Sachen angucken. Dafür hat er Zeit, der Herr. Ich will uns nur aber zurück in die Zone bringen. Ja, aber wieso denn da hinten? Wir müssen einfach hier weiter geradeaus Richtung Brücke. Stopp! Ich hab was gehört. Reis, wo schwimmt denn der Mann hin? Ich hab ein Boot. Mist, aber ich kann's nicht fahren. Warum? Gleich kaputt. Warst du oben in der brennenden Hütte drin? Nee, ich gehe doch nicht in eine brennende Hütte. Soll ich mal rein? Ich würde gerne auf dem Fahrersitz einsteigen. Warum geht das nicht? Reis, was machst du? Wir müssen hier weg. Reis, warte, ich komm. Ja, komm mit in die Zone, mein Freund. Ich fahr uns zurück. Moment. So, jetzt. Auf geht's. Okay, wir müssen hier Richtung Brücke da, oder? Mann, wir sind richtig gangstermäßig. Oh, sind wir cool, wir haben ein Boot.
Wir müssen unter die Brücke durch. Ja. Ich fühle mich wie in Miami Vice. Zurück in die Zone, Alter. Nein, hier, wie hieß das mit Hulk Hogan, Alter? Tropical Thunder oder so. Tropical Thunder. Oder Tropic Thunder? Tropic Thunder? Ach, guck mal, jetzt sind wir schon wieder in der weißen Zone, mein Freund. Kreis, rettet den Tag, denn er findet das jetzt Boot. Wollen wir jetzt mit dem Boot die ganze Zeit? Oder wir gehen zum alten Leuchtturm da oben. Zum alten Leuchtturm? Siehst du den nicht? Hier, links. Da, der alte Leuchtturm. Willst du da hochgehen? Weiß nicht. Unser Boot hier lassen? Ich dachte, wir fahren jetzt erstmal... Du meinst mehr rein, aber da drüben ist auch eine Nuke-Zone, ne? Die Nuke-Zone. Aber Guck mal, da drüben ist eine Militärbasis. Klar, nuken die auch im Wasser. Geh da jetzt ja nicht rein. Geh mal hier rechts an Land. Wir können uns Richtung Militärbasis bewegen. Wow, da hinten wird genuked. Jetzt an Land, wo bist du? Ich komm mit. Ich wäre lieber zu dem Funkturm da hinten. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden hier nämlich einfach wieder sterben. Aber wir haben ja noch ein Boot in der Nähe, falls es dann... Wenn es haarig schrumpft. Auf haarig kommt, können wir noch ein bisschen abbooten. Boote, Boote, Boote! Warte mal, schrumpft es jetzt schon so schnell? Ja, der blaue erstmal. Jetzt läuft ja alles auf die Zone hin, wo wir jetzt sind, oder? Genau, ich mein, der blaue läuft jetzt auf die Zone hin, wo wir sind, quasi. Genau, und ich denke dann bei Malta, das russische Malta, da wird dann irgendwie Malta? Der Showdown passieren. Deswegen brauchen wir ein Auto. Wir müssen ein Auto finden. Und wir brauchen Westen. Ah, aber mit dem Boot kommen wir auch super weit rein. Ja, aber ich finde ein Auto ein bisschen geiler. Ein Auto ist aber viel auffälliger. Die ballern sofort alle auf das scheiß Auto. Ja, aber wir müssen eh irgendwann nach Malta, da wird eh geschossen, wie wild. Ja, aber da können wir mit dem Boot fahren. Müssen wir nicht durch die Stadt. Hier ist noch ein Rucksack, aber nur ein kleiner. Ich hab eh nur einen kleinen. Das wissen wir alle. Splittergranate hier drüben, geil. Okay, hier ist irgendwie nichts mehr in der Hütte. So ein kleiner Ort hier, völlig ungelootet. Eine Gasmaske. Naja gut. Die braucht man irgendwann. Gas kommt nicht bereit. Nach so ein paar Wochen hier in den... In Malta? Polizeiweste. Ach, guck mal hier, eine UMP. Alter, er hat eine Polizeiweste. Whoop, kann ich nur träumen. Waren das eben gerade? Ich glaube, Kampfhose. Ach so. Ja, das weiß ich auch. Meinte hier im Gebäude. Hier also du hast einen Rucksack, ne? Ja, ja. Kleinen, aber fein. Klein, aber fein. Ein wenig Bonjour in der kleinen Obertasche. Bonjour. In Brigitte. Aber jetzt sind wir in so einer Zone, wo nichts passiert, ne? Hey, ich kann hier nicht über die Mauer jumpen. Benzin. Eine Karre wäre super, dass wir schön reinriden können. Oh, hier ist ein großer Rucksack, oder? Ja, Stufe 2. Oh, ich nehme mal hier die Gasmaske. Ach, ich hatte schon eine Stufe 2 Rucksack. Hier bei mir ist ein Stufe 2 Rucksack. Warte. Wo? Im Gebäude, wo ich halt gerade drin bin. Im USSR-Gebäude? Liegt da hinten, siehst du ihn? Ja, ja. Hast du Rucksack? Oh, hier ist eine Prechi. Gute alte Prechi. Ich bleib bei der Sichel. Ich wollte mir was von... Hier, guck mal. Von Amish, weißt du? Anfügen. Geisteskranke Amish. Anfügen, Schalldämpfer anfügen, Schnellwechselmagazin, Pistole. Kann ich Mama, ich hab hier was für dich. Noch was für dich. Hab ich eben gerade gedroppt für deine Uzi. Hast du so einen Schaft oder was? Ja. Schnellwechsel. Nee, ich hab hier so einen Bügel. Ja, den hab ich auch. Hab ich doch schon längst, mein Freund. Hätten wir eine Karre, dann wären wir mobil. Wir haben ein Boot! Was? Also du hängst so an deinem Boot fest. Ja, du an deiner Karre. Ja, na und? Also ich gehe jetzt zurück zum Boot und fahre auf jeden Fall weiter in die Stadt. Moment, Loot, vielleicht finden wir noch irgendwas hier. Was ist das hier drüben? Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, Kollege. Gar nicht mehr hier so viel Zeit. Hier ist noch eine Gasmaske, willst du noch eine Gasmaske? Hier hab ich. Guck dir nämlich mal an, wie der blaue Schaft nämlich da jetzt gleich schon uns zerfressen wird. Ja, wir haben ja dein Superboot. Ja, wir haben genau. Doch hier deinen Tropic Thunder. Das ist das Coole an der Sache. Dass wir ein Boot haben und die anderen nicht. Ich habe sogar noch einen Benzinkanister. Oh, ihr habt einen Benzinkanister. Oder willst du dein eigenes Boot nehmen? Wir haben zwei Boote jetzt theoretisch. Nein, ich habe keine Lust.
Meinst du, das ist eine Rauchgranate, so? Zeig doch gleich allen, wo wir sind. Ich bin noch eine Schrotze. So, ciao. Warte! Meine Güte, das ist ein erstes Spiel. Aber, da hat schon man ein bisschen Schiss Spaß gehabt, ne? Kannst du doch ein Auto holen? Auf geht's. Ich habe die Granate geworfen für Verwirrungstaktiken. Verstehst du? Falls irgendjemand sagt, hey, da drüben ist eine Gasgranate gedroppt worden, eine Rauchgranate. Gehen wir doch da mal hin. Was ist das da hinten? Da fällt ein Fallschirm vom Himmel. Ah, das sind diese Supply Drops. Echt? Ja, ja. Unterstützung? Ja, ja, das sind so Supply Drops. Ja, wo gehen wir denn als nächstes überhaupt hin? Ich fahr erstmal in die weiße Zone jetzt rein. Glaubst du, wir kommen mal in die Top 20? Da hinten fällt, glaube ich, gerade... Was? Da ist irgendwas runter, auf der rechten Seite. Was? Wo? Irgendwas ist da runtergekommen, auf der rechten Seite. Hast du irgendwas gesehen? Ist da jemand im Boot drin? Nee, oder? Nee, aber ist da hinten jemand am Haus? Weiß es nicht, aber wir sind jetzt hier wieder in der richtigen Zone drin. Ich würde sagen, da Richtung Brücke dann, oder? Oder... Aber da ist bestimmt viel los, ne? Naja gut, es sind noch 40 Leute am Leben, aber wir müssen halt ziemlich zentral werden. Aber jetzt. Wir brauchen auch mehr Schiffe. Wir müssen da beim Yalta anlegen. Ja, wir müssen nach Malta. Oder hier vorne jetzt direkt, wo ich gerade drauf zusteuere. Ja, aber es wird ja wahrscheinlich eh Showdown Yalta. Ja, dann sollten wir jetzt Yalta gehen. Yalta? Fahren wir erstmal hier unten lang, in der Zeit können die anderen sich ja noch alle umbringen. Hätte aber ganz gerne einen Mjork. Also müssen wir unter der Brücke durch. Haben wir schon überhaupt irgendjemanden gesehen? Wir waren ja wirklich total weg vom Schuss. Ja, wir haben am Anfang ein paar Leute mit uns landen sehen, aber dann... Ja, die haben sich eine Karre geschnappt und sind auf und davon. Also gehen wir jetzt direkt nach Mjolta City. Ja, oder? Alter, du hast Eier, ne? Kaum Sachen im Gepäck, aber nach Mjolta. Ja. Oder sollen wir hier vorne anlegen? Ne, ich wäre eher so... Ja, wir müssen nach Mjolta, weil da ist auf jeden Fall Showdown. Früher oder später müssen wir da hin. Es kann halt auch noch verrücken. Oder wir fahren an Mjolta vorbei. Und gehen zum Mjolta Power. Und gehen hier rechts, was ist denn da rechts? Oder was ist das da unten? Das ist auch so mit einer... Obwohl, nee, das wird Mjolta. Randzone. Das wird Mjolta. Also... Wir müssen nach Mjolta, direkt nach Mjolta, rein nach Mjolta City. Aber ich wette, da haben die sich so krass verbunkert. Meinst du, da haben sich welche verbunkert? Ja, natürlich. Trauen die sich doch gar nicht. Die haben sich mega verbunkert. Bunker City nennt man das auch. A German Bunker. German Bunker. Ah, guck mal hier. Da hat schon einer angelegt mit seinem Boot. Es könnte aber auch sein, dass das Boot schon davor war. Noch ein bisschen näher ran. Ich will keine nassen Füße. Perfekt. Ja, okay. Wow, ich hab Schaden genommen. Was? Ja. Moment, hab ich irgendwie... Ich hab kein... Doch, ich hab einen Verband. Sowas wie eine Schnellleiste eigentlich? Ich weiß nicht, das hast du ungefähr schon 12 Mal gefragt und ich weiß es immer noch nicht. Wie kann ich denn den Verband verwenden? Kann ich gar nicht machen. Rechte Maustaste. Nee, geht nicht. Hier steht ein Buggy. Steht da auch. Geht aber nicht. Hier steht ein Dune Buggy. Er rennt ohne mich los in Mjolta City, Alter. Der hat Eier, der Junge, ne? Der hat Eier. Verband ist wahrscheinlich nur, wenn man blutet. Ja, man ja, wenn es so rot ist. Man braucht wahrscheinlich... Zum Heilen brauchst du Painkiller, ja. Ja. Oder einen Verbandskasten vielleicht noch, weil der hat doch bestimmt ein paar Extras drin. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch wiederbeleben. Wie wär's, wenn wir da oben in den Kremlturm da reingehen? In den Kremlturm? In Stalins kleinen Turm, weißt du? Aber dann brauche ich... Ich muss ja irgendwo, hier so rum. Hier ist so rum. Ein Loch im Zaun, oder? Ja. Hier so rum. Hä? Loch im Zaun? Wie ist hier so außen rum? Man hier so an der... Kann man nicht durch? Kann er nicht mal rüberspringen? Was bin ich denn für ein schlechter Athlet? Jetzt kann ich hier komplett außen rumlatschen. Während er schon im Kreml ist. Und, was gibt's da oben? Nichts. Fliegen. Aber hier war noch irgendwer niemand, Irgendwer hat oder? In die Ecke geschissen. Hier war noch niemand. Ich weiß nicht, oder er hat die Tür einfach wieder zugemacht. Hier drüben ist eine Sichel. Nee, Micro-SD-Shit. Micro-SD? Speicherkarten? Ja. Oh nein, diese Speicherkarte! Hier ist noch eine Knarre oben. Da hinten ist die Tür schon auf. Siehst du, hier waren schon welche. Wow! Wow, ich, hier oben! Hier oben ist jemand! Wo ist er? Oben. Oben die Treppe. Du musst einen Verband nehmen. In dem Haus, wo bist denn du? Ich bin auf der anderen Seite vom Haus. Der ist oben drin. Der ist da oben drin. Ich höre ein Auto. Lass mich rein.
Weißer Mann. Oh, die kommen jetzt. Ich muss ein Verband nehmen. Gib mir Deckung. Er ballert da oben aus dem Fenster raus. Jetzt. Band wird genommen. Die Tür zu. Entdeckung, ich bin noch am Verband nehmen. Mach gar nichts. Er hat sich da oben im Haus verbunkert, der Lump. Ja, ich habe aber Granaten. Ich kann Granaten reinwerfen. Kann man ihn sehen? Er war auf jeden Fall gerade oben an dem, also im obersten Stockwerk am Fenster. Ich hab doch ein Auto gehört. Ja, und auf die hat er geschossen. Okay, wir rennen rüber. Ich nehme die Granaten. Schmeiß in volle Möhre die Granaten rein. Was meinst du? Rucksack gewechselt, warte. Ich gehe jetzt rüber. Siehst du ihn? Nein. Er wird sich ganz oben verbunkert haben. Ins Haus rein. Vorsicht. Er hat mich hier schon getroffen. Er hat die Tür zugemacht. Okay, wie machen wir es? Welche Granaten denn wählen? Auf was sind die denn? Auf der 5? Bei mir sind ja 5. Soll ich mal eine Blendgranate hochwerfen? Ich mach jetzt hier die Tür auf und schmeiß die Granate rein, ja? Du kannst auch ein Loch in die Tür schießen und dann die Granate durchwerfen. Bist du noch am Leben? Soll ich eine Flash reinschmeißen? Ja gut, schmeiß eine Flash. Dann gehen wir rein. Oh nein! So, jetzt müssen wir rein. Waffe? Hast du eine? Oh! Waffe? Zwei Personen! Boah, das gibt's doch nicht! Boah! What the fuck? Wir sind in die Top 30 gekommen. Cool. Alter Schwede. Und das ist das Spiel. Im Endeffekt hängt man dann irgendwo oben rum mit ganz viel Bandagen und... Aber wir haben die nicht geblendet. Ja, irgendwie nicht anscheinend. Keine Ahnung. Das ist krass. Das ist mega krass. Ja, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann... Ja. Ja, einfach immer Daumen rein. Von vorne Daumen und von rein hinten, das wäre fein. Vielleicht machen wir das nochmal. Spielen uns auch ein bisschen ein. Dann cremen wir uns davor noch ein bisschen ein und dann geht's rund. Ja, also ich bin ordentlich gesalbt. Tschüss. Penis.